Die neue HBO-Serie Tschernobyl wird schon jetzt als die beste Serie aller Zeiten gefeiert und führt dazu, dass wir aktuell wieder viel über die Katastrophe sprechen. Auch wir haben uns gedacht, das verheerende Unglück und die Folgen in diesem Video zu thematisieren. Dazu spreche ich jetzt mit meiner Spiegel-TV-Kollegin Anna Sadovnikova. Sie ist nicht nur Zeitzeugin und hat den ersten Supergau der Geschichte aus der Sowjetunion heraus erlebt, sondern war als Journalistin auch mehrfach im Sperrgebiet. Bevor sie uns erzählt, was sie dort erlebt hat, gibt es von mir noch ein paar Fakten. In der Nacht des 26. April 1986 kam es zu zwei Explosionen im Reaktorblock 4 des Kernkraftwerks Tschernobyl in der Ukraine. Das Ausmaß der Katastrophe war zunächst unklar und wurde dann verschwiegen. Die Bewohner der nächstgelegenen Stadt wurden erst 36 Stunden später evakuiert. Der Rest der Welt erfuhr zwei Tage später nur davon, weil in Schweden erhöhte Radioaktivität gemessen wurde. Weil Roboter durch die radioaktive Strahlung nicht funktionierten, mussten Menschen für die Aufräumarbeiten eingesetzt werden. Viele von ihnen verstarben nach wenigen Monaten oder Jahren. Die genaue Zahl kann jedoch aufgrund fehlender Aufzeichnungen schwer eingeschätzt werden. Bis heute ist das Gebiet um Tschernobyl eine Sperrzone und kann nur mit Genehmigung betreten werden. Anna, wie hast du den 26. April in Erinnerung? Wo warst du? Was hast du gemacht? Ich muss gestehen, ich habe diesen Tag überhaupt nicht in Erinnerung. Das war ein Tag wie jeder andere. Damals war ich in Leningrad, so hieß meine Heimatstadt, heute St. Petersburg. Und in Leningrad waren die Sonnentage zum Beispiel sehr rar. Davon kann man dann ausgehen, dass es ja nicht sonnig war. Das war ein ganz typischer grauer Tag. Ist mir überhaupt nicht in Erinnerung geblieben. Aber es ist mir ein anderer Tag in Erinnerung geblieben. Okay. Das war der 1. Mai. Mhm. 5 Tage dazwischen. Mhm. Und am 1. Mai waren wir, die Sowjetbürger, verpflichtet zu einer Demonstration im Namen der Werktätigen aller Welt zu gehen. Okay. So sind wir dahin. Das war auch ein grauer Tag. Es regnete in Strömen. Und nach dieser Demo sind wir zu mir nach Hause gegangen und plötzlich klingelt ein Telefon. Die Telefonistin, damals gab es solche Leute, hat durchgegeben, sie werden von London aus angerufen. No go für Sowjetmenschen. Ah, okay. Ausgeschlossen. Das war für mich irgendwie sehr merkwürdig. Allerdings, das war der Verlobte von dieser meiner Freundin. Sie war mit einem Mann aus England verlobt und sie hat ihm für die Notfälle auch meine Festnetznummer gegeben. Und dann war Chris am Apparat. Und dann hat er gesagt, bitte auf keinen Fall auf die Straße gehen, bitte nicht in den Regen, mach die Fenster zu, es ist was Schlimmes passiert, Radioaktivität ist ausgebrochen und ihr sollt euch schonen. Mhm. Wir waren wie vom Blitz getroffen. Bis dahin hat man uns gar nichts erzählt. Erstens. Zweitens, es war für alles zu spät. Mhm. Wir waren klitschnass. Wir waren schon auf der Straße gewesen und wir drei waren vorgewarnt. Was war dann mit dem Rest des Volkes? Also es wurde innerhalb der Sowjetunion nicht kommuniziert. Du hast nur durch das Ausland davon erfahren? Nee, das war überhaupt nicht kommuniziert. Ich habe ja nun ein bisschen in Erinnerung. Ich war damals bei staatlichem Fernsehen schon tätig. Es gab eine klitzekleine Meldung von der sowjetischen Nachrichtenagentur. Es gab einen Vorfall in Tschernobyl. Es ist eine Kommission gebildet worden und die Folgen werden bald beseitigt. Jetzt ist das Thema ja wieder sehr aktuell aufgrund dieser neuen HBO-Serie Tschernobyl. Hast du sie gesehen? Ja. Und wie hast du es empfunden? Wie nah an der Realität ist die Serie gestaltet? Wenn wir daran denken, was die Kulisse betrifft, da hat man sehr tief ins Detail das Ganze wiedergegeben. Allein die Farben, da sind die typisch sowjetischen Farben des Bildes. Wie die Menschen agieren, das ist typisch sowjetisch. Es gibt zum Beispiel in den russischen Medien natürlich sehr viel Kritik an die Menschen trinken da zu viel. Das stimmt.
dass man tatsächlich in Tschernobyl viel getrunken hat. Wie sonst willst du ohne Hilfsmittel diese Angst bewältigen? Und das haben sogar meine Protagonisten, die Plünderer in Pripyat, auch so bestätigt. Das kannst du auch in meinem Beitrag sehen. Das hilft angeblich gegen Radioaktivität. In Wirklichkeit hilft es gegen die Angst. Dadurch nimmt der Körper bekanntlich weniger Radioaktivität auf. Nicht zufällig haben die AKW-Mitarbeiter damals Alkohol bekommen. Ich war zum ersten Mal für deutsches Fernsehen da. Das war für mich natürlich sehr spannend. Das waren knapp 10 Jahre danach, aber man hat es überall gespürt, dass es noch überhaupt nichts verändert war. Du hast aus der Entfernung diesen Block 4 gesehen. Es gab ja noch keinen Sarkophag. Du hast überall irgendwelche komische Wucherungen an den Bäumen gemerkt, was du hier normalerweise nicht hast. Du hast natürlich gesehen diesen braun gewordenen Wald. Man hat den abgehüllt zum Teil, aber es ist ja was nachgewachsen oder es hat sich da alles so vergrößert. Es war ein komisches Gefühl. Und man hat uns auf einer Seite sehr gewarnt. Auf der anderen Seite wollte man uns in typisch sowjetischer Manier schon wieder, auch knapp 10 Jahre danach, zeigen, es ist nicht schlimm. Man hat uns sogar in die Station geführt. Das war für mich damals einmalig. Man hat mich direkt zu der Wand des 4. Blocks geführt. Und heutzutage, wo ich später noch einmal da oder zweimal da gewesen war, kommst du überhaupt nicht dran. Damals war es unbedenklich. Das waren immer noch alle Sowjetmenschen, die überhaupt sich keine Gedanken, so wie die Regierung damals auch, oder Zentralkomitee, sagen wir mal so, man hat ja sich keine Gedanken über sein Leben gemacht. Und zu Propagandazwecken gehörte auch Besuch der Kantine. Okay. Da durften wir auch speisen. Ja. Die Speisen waren auch mit Wasser von der Umgebung von Tschernobyl zubereitet. Und da habe ich ja ein kleines Souvenir mitgehen lassen, muss ich sagen. Ja. Das ist ja dieses Glas aus der Kantine. Ja. Da steht es geschrieben, Tschernobyl Atomkraftwerk, Station, S steht für Station, also das ist in Kyrillisch die Abkürzung. Das war die einzige Möglichkeit, irgendwelche Souvenir mitgehen zu lassen, muss ich sagen. Das Glas strahlt nicht. Okay. Das können wir auch überprüfen, weil wir haben einen Geigerzähler hier, den man heutzutage noch so verwendet. Aber wir haben nicht nur einen Geigerzähler von heute, sondern du hast uns auch noch was anderes mitgebracht. Das ist ja ein alter sowjetischer Geigerzähler mit komplizierter Anweisung. Und so sieht es aus. Okay. Ja, da kommen dann die Ziffern drauf, du drückst diese Knöpfchen, du schiebst diese Riegel. So, das war der Geigerzähler für die zivilen Zwecke. Okay, wow. Also genau so wurde er damals auch eingesetzt. Ja. Sehr, sehr spannend. Und du hast auch gesagt, du hast eine Bescheinigung bekommen. Das stimmt. Was sagt die aus? Es ist auf Kyrillisch, ich kann es das nicht auf lesen. Es ist auf Kyrillisch, das ist Bescheinigung. Ja. Dafür für mich, Sadovnikova Evgenievna, kommen weiblich. 2 Stunden habe ich in der Nähe vom Block 4 verbracht. Okay. Und dann habe ich 0,053 Bär abbekommen. Das ist die Dosis knapp darunter, die Tschernobyl-Mitarbeiter bekommen haben. Und rein theoretisch hätte ich den Anspruch auf eine Tschernobyl-Rente. Okay. Aber man wollte mir das nicht geben. Daher hat nur die Bescheinigung ausgestellt. Okay, ja, super spannend, das so zu sehen. Also das sind ja wirklich historische Dokumente. Die hat ja nicht jeder. Jetzt hast du aber gesagt, du warst mehrfach dort. Und was ist dir besonders in Erinnerung geblieben an deinen Besuchen? Gibt es einen Moment oder eine Situation oder auch mehrere? Ich kann mich ganz gut daran erinnern, es gab damals, 9 Jahre danach, ein riesiges Gelände. Auf diesem riesigen Gelände waren alle gepanzerten LKWs, Traktoren, kaputte Hubschrauber, alles aufgesammelt, was im Einsatz im Jahre 86 bis vielleicht noch weitere 2 Jahren war. Das war die Metalltechnik. Die hat gestrahlt.
ich habe ja mit diesem Gerät das bemessen. Mhm. Es ging bis zum Anschlag. Es kam die Buchstabe P im Russischen, Pridel, das heißt bis zum geht nicht mehr. Mhm. Und ich habe gedacht, lieber doch nicht hin. Das ist mir natürlich in Erinnerung geblieben. Und auch aus dem Grund, später haben die armen Menschen, so wie die Plünderer in Pripyat, die ganze Technik auseinandergenommen, die ganze Technik, alle diese Metallteile von diesem Platz weggebracht und womöglich auch verkauft oder irgendwie verwendet. Danach, im Jahre 2011, war alles zugewuchert. Mhm. Es war nur noch Wald, würde ich sagen. Du hast gesehen, wie die Natur das Ganze überwältigt. Wie schnell die Natur das zurückerobert, was der Mensch kaputt gemacht hat. Das war von einer Seite sehr erfreulich, muss ich sagen. Auf der anderen Seite, wir sind zum Beispiel in die Schule gegangen, wo wir Kindergasmasken gesehen haben. Das ist bestimmt ein sehr berühmtes Bild. Der ganze Fußboden ist voll Kindergasmasken. Und da stehst du da und begreifst richtig, was die Sache war. Wie schlimm ist diese sowjetische Regierung mit den Kindern umgegangen, mit eigenen Leuten? Warum? Und das ist ja die allerstärkste Erinnerung für mich an diese Tschernobyl-Zone. Das gibt uns zu denken. Und das sollten wir sollten alles tun, damit es sich nicht wiederholt. Du hast es gerade schon angesprochen. An dem Fall Tschernobyl wird das Wesen der Sowjetunion sehr deutlich. In welchen Aspekten? Das Menschenleben hat nicht gezählt. Und das ist ja das Schreckliche an diesem System. Man nimmt jeden Einzelnen nicht wahr. Und vielleicht war es eines der Merkmale, warum dieses System nicht weiter funktionieren hat. Hattest du Angst? Wie hast du dich dabei gefühlt? Was hat dich bewegt, dorthin zu fahren? Jeder Mensch hat Angst. Es gibt keine Helden, die keine Angst verspüren. Nur als Journalist bist du natürlich neugierig. Und Neugier besiegt die Angst. Das ist zum einen. Zum anderen, für mich als für die ehemalige Sowjetbürgerin, ist es die Geschichte nicht nur meines Landes, das ist die Geschichte der Menschheit. Und das ist auch ein Beweggrund, was die Journalisten treibt, sozusagen. Es war auch wichtig, solche Geschichten zu machen, damit man sieht, was die Lage ist. Ich will das nicht so hochtrabend präsentieren, aber eine gewisse Verpflichtung und Mission hast du als Mensch auch. Und wenn du das zeigst und das deutlich wird, welche Gefahren die Atomkraft für die Menschheit hat, dann bin ich auch heilfroh, dass ich das gemacht habe, selbst wenn manche Erinnerungen sehr, sehr schmerzhaft sind. Mhm. Anna, vielen, vielen Dank für das Gespräch und deine Offenheit. Es war total spannend zu hören, was du dort erlebt hast. Danke dir. Ich hoffe, ihr habt Annas Erzählungen genauso spannend gefunden wie ich. Um ihren Beitrag nochmal in voller Länge zu sehen, dann klickt hier. In unserem nächsten Video erklären wir euch dann, wie radioaktive Strahlung eigentlich wirkt, wie ein Kernreaktor funktioniert und wie es damals zu dem Unfall kommen konnte. Also, bis zum nächsten Mal.